Leute, ich kann nicht mehr. Seid ohne Scheiß froh, dass ich euch vorhin nicht mitgenommen habe. Ich bin am Verzweifeln gewesen. Ich fliege nie wieder mit 3 Koffern. But if you close your eyes. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Falls ihr mich noch nicht kennt, hey, ich bin Laura und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Für mich geht die Marokko-Rundreise jetzt wieder los. Hey, ihr könnt mich sehr gerne kostenlos abonnieren, um nichts zu verpassen und auch die Glocke anstellen, falls ihr wollt. Ja, ohne Scheiß. Das ist so typisch Deutschland, da muss ich mich jetzt erstmal echt mal kurz aufregen. Ich gehe die Treppe hoch, weil die Rolltreppe kaputt war, gell, hier in Frankfurt. Ey, ohne Scheiß, keiner hilft mir, keine Sau. Da waren Typen, die hatten 2 Hände frei. Meint ihr, die helfen mir? Nee. Ohne Scheiß, ey, ich habe mich eben so aufgeregt. Ich bin so aus der Puste, ich schwitze. Ich habe meinen Koffer endlich abgegeben, 3 Kilo über Gepäck. Scheiße, aber hat alles funktioniert, die haben mich trotzdem durchgelassen. Und jetzt werde ich gleich mal zur Sicherheitskontrolle gehen. Ich muss mich aber echt mal gerade hinhocken, hier sitze ich gerade. Da ich so im Arsch bin. Ohne Scheiß. Alter Schwede. Und wir haben jetzt fast 11 Uhr. Um 12.30 Uhr fliege ich. Ich freue mich. Und so sieht mein Handgepäck jetzt aus. Hier ist noch eine Tasche. Da ist noch mein Durstlöscher. Und hier habe ich noch eine Tasche. Und ich bin so dick angezogen. Und Leute, hier ist so schön dekoriert. Oh mein Gott, Victoria's Secret. Bestimmt Affen überteuert. Auf jeden Fall ist hier voll die schöne Weihnachtsbeleuchtung. Jetzt seht ihr es halt nicht, aber es ist hier wirklich eine schöne Weihnachtsbeleuchtung. So Leute, ich kann jetzt wahrscheinlich nicht so gut die Kamera halten. Hauptsache mein Koffer wurde natürlich bei der Sicherheitskontrolle kontrolliert. Ja klar, deshalb explodiert beim Aufmachen. Naja, alles hat jetzt geklappt. Ich bin jetzt endlich hier im Wartebereich. Ich habe mich aber woanders hingesetzt. Hier ist nämlich mehr Platz. Deswegen dachte ich so, hier kann ich gut vloggen. Also, bevor dieser Vlog eigentlich so richtig startet, wollte ich noch was sagen. Und zwar, es gab ja sehr gespaltene Meinungen in meinem letzten Vlog darüber, dass ich ja nach Marokko fliege. Und also auf Instagram habe ich ja schon meine Meinung dazu abgelassen. Und ich wollte einfach nur sagen, falls ihr hier seid, nur um mich davor zu warnen, wie gefährlich etc. Marokko ist oder Emir, was weiß ich, was von Marokko erzählen wird, Leute. Viele Sachen waren nämlich wirklich sehr, sehr krass, was in dem letzten Kofferpacken-Vlog kommentiert wurde. Deswegen wollte ich euch einfach nur darauf hinweisen, dass lasst es einfach. Ja, und Leute, schaut mal bitte meine wunderschönen Ketten. Die sind so schön. Ich habe hier einmal so einen Mond und Sterne. Und ich finde, die machen richtig viel her. Und die haben da wirklich so schönen Schmuck. Ich bin echt begeistert. Und ich finde die Ketten sogar fast schöner als von Pure Relay und von Faye. Ich habe ja auch welche davon. Und falls ihr da auch mal vorbeischauen wollt, dann ab einem Warenwert, Bestellwarenwert von 19 Euro bekommt ihr dann 10% mit meinem Code. Mega, mega cool, oder? Genau, das wollte ich euch noch sagen. Und zwar ist der Code Mademoiselle Laura. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Ich freue mich auf jeden Fall mega über die Ketten. Ich finde die wirklich so, so schön. Mal wieder in Roségold. Ich habe nämlich hier einmal so wie so einen Star-Joker. Und einmal die Mondkette hier. Die passt auch zu meinen Ohrringen, aber die sind nicht von der Happiness Boutique. Na und Leute, so langsam werde ich echt aufgeregt. So langsam werde ich wirklich aufgeregt. Ich sehe meinen Freund wieder nach 1,5 Monaten. Ja, ihr könnt euch glaube ich vorstellen, wie aufgeregt ich bin. Ich wollte euch auch noch was zeigen, gell? Jetzt, wo es so ums Reisen geht. Ich habe von meiner Schwester eine Reisepasshülle geschenkt bekommen zu Weihnachten. Schaut mal, wie wunderschön. Die sieht so, so schön aus. Oh wow, die Kamera ist echt heftig. Sieht auf jeden Fall so aus. Das ist so geil, ne? Passt doch perfekt zu mir. Ich find's einfach cool. Ich meine, da ist der Reisepass geschützt, sieht stylisch aus. Aber ja, den gibt's auf jeden Fall auf Amazon. Ich kann euch den Link mal unten reinpacken. Habe ich, wie gesagt, von meiner Schwester geschenkt bekommen. Und falls euch auch mal so ein Weihnachtsvideo interessiert, also was ich so für Geschenke bekommen habt, dann schreibt mir das doch mal gerne in die Kommentare. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr jetzt mal an dieser Stelle in die Kommentare schreibt, was euer coolstes Weihnachtsgeschenk war. Ich weiß, Zeit mit der Familie ist am wichtigsten, aber schreibt mir mal in die Kommentare, was euer coolstes Weihnachtsgeschenk war. Ich werde euch auf jeden Fall, wie gesagt, auch noch meine Weihnachtsgeschenke zeigen in einem anderen Video. Übrigens, heute Abend mache ich bei Aga die Rocks mit. Also gleich noch Show heute Abend, alte Schwede. Da nehme ich euch auch ein bisschen mit, vielleicht wie die Izzy und ich oder so uns fertig machen. Das ist eine gute Idee. Und jetzt würde ich sagen, bis gleich im Flugzeug.
Und Leute, nochmal ganz kurz zu dem Marokko-Thema. Ich weiß, was passiert ist. Nee, Marrakesch, ich weiß das alles. Das steht überall in den Nachrichten, Leute. Aber wenn ich so Kommentare, so hirnlose Kommentare einfach lese, wo die Leute denken, die hätten mehr Ahnung über mich als ich über mich selbst, wisst ihr, nach dem Motto. Ich weiß, was ich tue und ich reise schon seit 4 Jahren nach Marokko und ich weiß, was da ungefähr abgeht. Ja, weil ich habe gerade noch eine ganz viele liebe Nachricht von euch auf Instagram bekommen, dass ich ja gut auf mich aufpassen soll und das werde ich. Und ja, falls ihr mich noch nicht auf Instagram abonniert habt, könnt ihr das übrigens auch tun. Und jetzt chill ich und dann geht's, wie gesagt, gleich ins Flugzeug. Leute, wer hat's gemerkt bei der Timelapse-Aufnahme? Läuft bei mir, ey. Was ist los? Just wanna dance, wanna simple romance, nothing more, nothing less from you. Just stay the night, then we leave when it's light, nothing wrong, it's alright with you. No ties. No price. Oh, no. No need. Oh, no. So free. I don't care what you say, what you do, how you feel. As long as you can show me a good time. I don't need promises, honestly, no big deal. As long as you can show me a good time. I don't care. Oh, oh, oh. So Leute, ich bin jetzt schon im Bus. Und das ist so geil warm hier. Es ist so wunderschönes Wetter. Ich bin so froh hier zu sein. Und hab's auch am Flugzeug eben, haben die auch einfach mal Weihnachtsmusik gespielt. Das war richtig komisch. Ich zeige euch jetzt mal gleich, wie es hier so aussieht während der Fahrt. Hallo Leute, ich bin jetzt schon seit 2 Stunden, glaube ich, im Hotel und ich habe jetzt schon mal mein Gala-Outfit für heute angezogen. Hier sieht es aus wie ein Saustall, ihr wollt es nicht sehen. Und ja, ich mache heute noch mit bei der Show. Agadir Rocks ist heute. Das ist so eine Rock-Show, wie es der Name schon sagt. Und ich nehme euch jetzt einfach mal ein bisschen mit und ich habe noch immer das Make-up von heute Morgen drauf. Und Leute, wisst ihr, was richtig scheiße? Ich habe einfach mein Make-up zu Hause vergessen. Da muss ich irgendwo ein neues bekommen. Naja, ja, auf jeden Fall werde ich euch dann jetzt im Zeitraffer gleich mitnehmen, wie die Izzy und ich, und schminken. Ich hoffe, das klappt alles, so wie ich mir das vorstelle. Yes! Das ist auf jeden Fall mein Kleid. Ihr seht das jetzt irgendwie, glaube ich, nicht richtig in dem Spiegel. Und Overknees ziehe ich jetzt noch dazu an. Schicke Socken, ne? Wie immer verschiedene. Ja, dazu habe ich noch meine beiden Ketten von vorhin angezogen. Uhr habe ich auch an. Und gleich kommt da noch mein Make-up drauf. Na, wer bist du denn? Nala? Meine Zuschauer haben dich ganz schön vermisst. Willst du was sagen? Nala? Oh, Nala, guck mal hierher. Wie süß sie einfach ist, Leute. Und sie war wieder sauer auf mich. Ich habe das wieder gemerkt, weil ich so lange weg war. Ich schwöre dir. Leute, ihr könnt mir mal übrigens, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr Team Hund oder Team Katze seid. Ja, bist du eine süße marokkanische Katze? Bist du süß hier? Bin ich nicht die Beste? Ja, fokussier mal bitte. Hello? Ich habe Nala einfach einen Katzenbrunnen mitgebracht. Der braucht nur noch einen Platz. Der steht noch auf dem Bett momentan. Aber schaut mal, ich habe ihr einfach einen Katzenbrunnen mitgebracht, Leute.
Und sie trinkt daraus, wirklich. Sie hat nämlich Nierensteine. Das ist mega bescheuert. Und daher muss sie mega viel trinken. Und deswegen habe ich ihr einen Katzenbrunnen mitgebracht. Bist du glücklich, Nala? Habe es euch auch vorhin schon versucht, im Bus mitzuteilen. Es ist sau warm hier. Es war so schön, aber ich glaube, abends ist es dann doch nicht mehr so warm. Wir haben jetzt fast halb. Um halb muss ich unten sein. Das heißt, Leute, bis später. Wir sehen uns gleich. Ah, wir haben leider vorhin nicht mitgefilmt beim Schminken, dass hier ein bisschen voll war. Aber ja, das sind unsere Outfits heute. Aber wir haben ein cooles Make-up. Und die schaut auch gut. Guck mal, die Cat. So Leute, wie gesagt, heute Abend konnten wir leider nicht mitfilmen, da so viele Leute unten waren in der Requisite. Und ja, jetzt geht's für uns aufs Zimmer. Wir haben jetzt schon 11:30. Oh, und es war mega anstrengend, die Show heute Abend zu machen. Ich habe nämlich schon seit, glaube ich, 4 Monaten keinen Sport mehr gemacht oder in irgendeiner Art und Weise getanzt. Alter Schwede. Puh, und morgen ist die nächste Show. Und es ist irgendwie mega komisch, wieder hier zu sein. Und wieder, ja, dann mit Arbeiten anzufangen. Naja, dann, ich würde den Vlog an dieser Stelle auch beenden, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und es werden auf jeden Fall mehr Marokko-Vlogs kommen. Also abonniert mich sehr, 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 sehr gerne. Und wie schön sieht das hier gerade bitte aus. Ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, würde mich mega freuen. Und bis zum nächsten Video. Hier kommt ihr zu meinem letzten Video. Und da könnt ihr mich sehr gerne kostenlos abonnieren. Bis dann, sage ich. Tschüss.